Ich habe mich jetzt doch noch entschieden, Benchmark zu machen. Oh wait, das ist total für den Arsch, wenn ich das so mache. Blooming Immersion Blowout, weil das für, total für den Arsch ist, alles andere habe ich reingelassen und so hochgehauen wie es geht. Der Witz ist, es hat nicht mal geruckelt, nicht ein kleiner Lack drinnen. Und in einer Woche hole ich mir einen neuen RAM-Speicher. Also unterm Strich 32 GB und 3600 MHz, 400 MHz schneller als ich jetzt habe. Weil selbst hier sieht man schon, Mann, ich stoße langsam an meine Grenzen. Ne? Hey! Cuidado, niños! Was aber echt krass ist, früher hatte ich echt leichte Ruckler und Hänger drinnen. Und die sind komplett weg. Und ich verstehe nicht wieso. Ich mache nichts anders als davor. Der einzige Unterschied ist jetzt, ist, dass ich in 1440p spiele und. Viele wissen das nicht, aber um 144 Hertz zu haben beim Zocken, musst du das extra einstellen. In exklusives Vollbild oder sonst was machen. Ansonsten hat man nämlich die meiste Zeit nicht mal 144 Hertz. Das wissen die meisten nicht mal. Und ich wusste das auch nicht. Der Arsch sieht aber echt geil aus in 1440p, that's for damn sure. Damn, man, es sieht echt gut aus. Ohne Scheiß, kann man nichts sagen, Mann. Ja, jetzt würde man durch eine Linse schauen. Siehst du, wie die Berge sich verdrücken? Oder es sieht so aus, als würden die sich so komisch bewegen. Das ist, weil ich das in den Einstellungen einlässt, dass die sich bewegen, als würde man durch eine Linse schauen. Und vielleicht haue ich das raus, weil ehrlich gesagt finde ich, dass es total scheiße aussieht. Kann sein, dass es ein bisschen länger braucht zum Laden, weil ich habe meine SSD 1 TB ist fast voll. Ich glaube, ich habe nur noch 100 GB frei oder so. Es gibt auch einen neuen Treiber, aber ich warte immer, bis die Probleme, die es da gibt, vielleicht fixen. Ne? Was ich jetzt noch mache, ist, wir spielen mit 1920x1080. Um einfach mal zu sehen, wie der Vergleich ist. Und 144 Hertz natürlich. Ich habe davor mit 60 Hertz das Spiel gespielt. Ich wusste nicht, dass man das umstellen muss.
Boah, ist das AIDS. Ja, leck mich am Arsch, Alter. Das ist jetzt 1080p, ne? Boah, ist echt AIDS. Auf 27 Zoll sieht es zwar nicht mehr toll aus, 1080p, ist ja eh gleich. Estaré aquí toda la noche. ¡Hey! ¡Cuidado, niños! Wie nennen die das? Fest der Toten oder so? Naja, so wirklich AIDS sieht es ehrlich gesagt nicht aus. Ich meine, 1440p ist halt alles schärfer, ne? Das ist eigentlich der einzigste Unterschied. Das ist einfach schärfer. That's it. Durch eine Linse schauen ist so AIDS. Ohne Witz, das ist so boah. Total widerlich für die Augen, auch finde ich. Total für den Arsch. Also, das kicke ich auf jeden Fall raus, man. That's for damn sure. Und habt ihr das Weiße gesehen, Mann? Bei dem Haus da, die linke Seite. Hey, bilde ich mir das nur ein oder sind denn 1080p die Farben stärker? Crazy, in 1080p gibt es zwar ein paar Bugs, wenn du gesehen hast, wenn du richtig drauf geschaut hast. Hast du gesehen, wie Dinge aus dem Nichts aufgetaucht sind einfach? Bei 1440p war das nicht so. That's interesting. Ja, im Durchschnitt hat man mehr FPS, ne? 20. Ich kann sagen. Wäre geil, wenn man die miteinander vergleichen könnte. Ja, also spielen will ich jetzt eigentlich nicht. Ja, okay, that's it. That's it.